bereit. Okay. Okay. Der Bus ist Baujahr 77. Ja. Originalmotor ist nicht mehr drinnen. Der Originalmotor, der ist bei uns im Oldtimer Wohnzimmer. Da haben wir einen Tisch daraus gemacht. Deswegen hat dieser Motor auch die Farbe vom Bus. Ein bisschen das Hellblau. Und jetzt seit 2,5 Jahren haben wir hier einen 2-Liter Motor drinnen, einen Austauschmotor. Und ja, so können wir auch ein bisschen schneller mal fahren. Und ja, voll beladen geht es auch so die Berge leichter hoch. Und natürlich, was nicht fehlen darf in Italien, bei einem Oldtimer. So, auf der linken Seite sehen wir Goldmuschkatella. Die sind die letzten noch, die hängen. Sehr verlockend. Sehr verlockend, richtig. Ja. Genau, nicht durchgreifen. Also, es gibt schon mehrere gute Müller-Thurgau hier bei uns auch. Wo mir nicht dann gefällt, ist zum Beispiel, jetzt, ich muss ja auch sagen, 5 Jahre nicht mehr verkostet, Kellerei St. Michael-Eppern, was ja super Weißweine hat. Aber die haben Müller-Thurgau auch in tieferen Lagen unten. Und in tieferen Lagen, da wird halt ein bisschen korpulenter und. Ja, ist für mich nicht rund. Das ist dasselbe, wenn du sagst, es macht zwar vielleicht einmal lustig und Spaß, wenn du einen D1 hast, tiefgelegt und Sportfahrwerk und ein Porsche-Motor mit 2,7 Liter drinnen, mal so auf den Nürburgring, mal den anderen Autos, Mercedes, Porsche und so weiter, zu zeigen, wie, dass sie keine Chance gegen dir haben. Und hingegen, lustiger ist wohl, wenn du es in einem richtigen Rennwagen machst, wenn du schon auf den Nürburgring fährst, ja, und mit denen halt rumduckern und gemütlich. Und wenn der Müller zu breit wird, ja, dann kauf und pflanzt doch einen Weißburgunder oder einen Chardonnay an. Die sind das schon. Für mich, der Müller-Thurgau soll was ganz Leichtes, Filigranes, Zartes sein. Super.